Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zum heutigen Video. Wir haben heute das vierte Mal den Holger zu Gast. Hallo. Und heute sprechen wir über ein Thema, was viele von euch interessiert. Und zwar, macht es Sinn, als Veganer Bodybuilding zu betreiben oder ist es besser, tatsächlich beim Fleisch zu bleiben? Viel Spaß und los geht's. Vorweg, liebe Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen da. Die Kommentarbox gehört euch. Jegliche Frage könnt ihr da reinknallen. Und nicht vergessen, ich habe in der Beschreibung einmal Holgers Instagram verlinkt und sein neuestes Buch Human Based Nutrition 2.0. Korrekt. Yes. Da findet ihr noch ganz viel mehr cooles Zeug aus 20 Jahren Bodybuilding-Expertise und Praxis gepaart mit Wissenschaft. Und jetzt legen wir los, lieber Holger. Veganes Bodybuilding vorweg. Persönliche Einschätzung, ganz unvoreingenommen, ja oder nein? Möglich. Möglich ist es schon. Sehr gut ausgewichen. Möglich ist es schon. Ja, also ich denke mal, dass man das mehr über die Praxisschiene beantworten kann. Hast du schon mal, du machst ja auch Coaching, hast du schon mal für einen veganen Athleten oder für eine vegane Athletin einen Ernährungsplan geschrieben? Ja. Und wie viel schwerer findest du das? Man ist sehr limitiert. Ich bin ein Freund von vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man gerne kombinieren kann und abwechseln kann. Als Veganer ist man da aber deutlich, deutlich eingeschränkt. Und wie das Wort schon sagt, man muss sich rein an pflanzlichen, hauptsächlich Proteinquellen orientieren. Und da gibt es nicht allzu viele und nicht allzu geile. Warum, klären wir jetzt im Laufe des Gesprächs. Ich habe persönlich noch niemals einen professionellen, einen hochprofessionellen Athleten gesehen, der Veganer ist. Der von Zeit zu Zeit sich vegetarisch ernährt, für Zeitraum X, für ein paar Wochen, aber nicht, vor allem nicht in der Wettkampfvorbereitung. Also ich finde es auch, ich finde es nicht unmöglich, aber ich finde das mega schwierig. Wirklich vollumfänglich, nicht jetzt nur unter dem Kontext bestimmte Kalorien mit Makronährstoffen zu füllen, sondern auch wirklich eine ausreichende Menge hoch bioverfügbarer oder ausreichend bioverfügbarer Mikronährstoffe in diese Ernährung mit einzubauen. Auf natürlichem Wege wissen wir, dass es bei Veganismus sowieso nicht 100% möglich ist. Da haben wir ein paar Komponenten, die fallen da einfach raus. Ja, das wird ohne Supplementierung schwierig und dann muss man bei Supplementierung im veganen Bereich schon ganz genau wissen, was man da macht. Die ganze Geschichte mit diesem Veganismus, ja, die hat mehrere Schwierigkeiten in der Praxis. Die erste Schwierigkeit ist, dass du jetzt nicht wie ein mageres Stück Fleisch eine Proteinquelle hast, sondern du hast immer Protein mit entweder Kohlenhydraten dabei oder mit einfach ungesättigten Fettsäuren dabei, wie bei Soja zum Beispiel, und muss dann natürlich dann einen proteinbasierten Plan für die Person schreiben in einem in der Wettkampfdiät zum Beispiel, in einem Kaloriendefizit. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, oder? Um alle Aspekte zu decken, die man braucht, aber in richtiger Relation, so wie du sagst. Richtig, ja. Angenommen, ich will bei einem normalen Nicht-Veganer Protein erhöhen, dann kriegt er weißen Fisch, weil da ist nichts drin außer Protein. Genau. Fällt raus, eiklar, fällt raus. Ja. Und du hast, wie du schon sagst, in jedem Lebensmittel Carbs, Fette, irgendwas mit drin, was du dann in der Kalorienbilanz irgendwie austarieren musst, ja, mit irgendwelchen anderen Dingen. Genau. Und wenn die Leute dann auch noch sich verschreiben, keine Supplements zu benutzen, dann wird das eine richtig knackige Geschichte. Ja, also dann, das kann man ganz klar so sagen, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du das nicht machen. Wir wissen, also je nachdem, wie viele Kalorien du zur Verfügung hast, wir wissen, dass die Kalorien immer in der direkten Korrelation dazu stehen, wie viele Mikronährstoffe auch in der Ernährung enthalten sein können überhaupt. Mhm. Und wenn du ganz einfach dich defizitär, ich sage jetzt mal nur mit 2000 Kalorien ernährst, da kannst du der veganste Profi von allen sein, das wirst du nicht schaffen, dass du alle Mikronährstoffe in 2000 veganen, rein pflanzlich basierten Kalorien abgedeckt bekommst. Mal jetzt abgesehen von B12, dass er sowieso schon mal nicht geht. Du wirst Schwierigkeiten kriegen beim Omega-3, du wirst Schwierigkeiten bekommen beim bioverfügbaren Zink, du wirst Schwierigkeiten bekommen bei bla 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 bla, du wirst als Bodybuilder Schwierigkeiten bekommen beim Kreatin und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz viele Aspekte. Und was man natürlich da bei dieser Sache jetzt noch gar nicht angesprochen hat, was man auf jeden Fall noch machen sollte, ist das Thema der Proteinwertigkeit, der Proteinqualität. Ja, also 30 Gramm Protein aus Weizen sind ja nicht gleich 30 Gramm Protein aus Fleisch. Ja?
Thema Bioverfügbarkeit. Wer das nicht genau weiß, was das bedeutet, muss unbedingt mal Google anschmeißen und Bioverfügbarkeit googeln. Relativ simpel erklärt ist es, wie viel unser Körper davon tatsächlich umwandeln kann in etwas Sinnvolles. Denn nicht alles, was wir oben reinstopfen, kommt auch tatsächlich so an, wie wir das wollen. Leider Gottes ist es so. Ja, genau. Also man muss ganz einfach dazu wissen, dass wir bei Protein, bei hochwertigen Proteinen, auf zwei Dinge angewiesen sind. Und das ist einmal die Gesamtmenge an essentiellen Aminosäuren, die sich in dieser Portion verstecken. Und es muss auch eine entsprechende Aminosäure-Matrix vorliegen. Und das sind die zwei Faktoren, die für alle Proteinarten gleichermaßen gelten. Und bei pflanzlichen Proteinquellen hast du eigentlich bei allen, mit Ausnahme von Soja, das noch am ehesten irgendwo so vergleichbar ist mit Milchprotein, hast du bei allen das Problem, dass die eine sogenannte limitierende Aminosäure haben. Oftmals ist es Methionin, ne, also gibt es die unterschiedlichsten. Und wenn dir diese Aminosäure in dem Gesamtkonstrukt der essentiellen Aminosäuren fehlt, dann sinkt die biologische Wertigkeit, bedeutet im Klartext, selbst wenn du noch über ausreichend Leucin und BCAA in diesem Eiweiß die Proteinsynthese stimuliert bekommst, kann dein Körper mangels des fehlenden Methionins zum Beispiel daraus aber kein Protein bauen, in der isolierten Betrachtung. Und das ist halt ganz einfach die Geschichte, warum man sagt, dass man in der veganen Diät eigentlich sogar deswegen und auch nur wegen einem zweiten Punkt, nämlich der Verdaulichkeit, die schlechter ist bei natürlichen Proteinquellen, wegen den Ballaststoffen, wegen den Phytonährstoffen und dieser Phytinsäure und diesen ganzen Geschichten, dass man die Proteinmenge bei Veganismus eigentlich sogar noch über das anheben müsste, was man mit Omnivore braucht. Mhm. Das wird zunehmend schwierig. Man kann das schaffen, aber ich kann wirklich sagen, dass man da echt ein richtig, richtig gutes Know-how braucht. Schminkt euch das ab, dass man das gänzlich ohne Supplements schafft. Das wird nicht funktionieren. Was würdest du sagen, wäre für einen Veganer die optimale Ergänzung an Supplements? Abgesehen von ERAs, noch kurz zu der Sache. Ich bringe immer gerne so eine Analogie mit einem Weinfass. Ein Weinfass besteht aus 8 Holzstreben oder 9 Holzstreben, je nachdem, wie man sieht. Wenn eine Strebe fehlt, läuft der Wein dort raus. Und genauso ist es bei den essentiellen Aminosäuren. Ja. Wenn du eine nicht hast, ist das Fass nur so hoch gefüllt, bis die letzte Aminosäure, die Schwester quasi, das Ding limitiert. Und alles, was darüber ist, ist dann halt leer. Da ist kein Wein drin. Das ist das, was Holger sagte in Kurzfassung, so wie ich es gerne erkläre. Ja, perfekt. Thema ERAs. Und wir wissen ja, es gibt Supplements mit der Master Amino Pattern Formel, wie Holger perfekt erklärt hat. Die sind sehr gut designt in Zusammensetzung und Verfügbarkeit, die dann potenziell diese Aminosäurenbilanz, dem der Veganer fehlt, aufbessern könnte. Würdest du sagen, das ist so, ERAs ist mit das effektivste Protein, weil es ist vegan, es ist leicht verdaulich, es ist gut designt? Ja, hat auf jeden Fall definitiv mehrere Vorteile. Du kannst damit sehr gut eine schlechte Proteinbilanz aufpeppen. Das kannst du damit auf jeden Fall machen. Und diese MAP, Master Amino Pattern Theorie, ist halt nochmal eine ganz spezielle Nummer. Mhm. Ja, also das ist ja die Idee eines einzelnen Wissenschaftlers, der quasi sein Lebenswerk darin verschrieben hat, die Aminosäure-Matrix zu bilden, die dem Menschen am ähnlichsten ist, die eine maximale Ausbeute im Proteinaufbau hat und keinen Stickstoffabfall produziert. 99:1. Ja. Das wurde jetzt nie von irgendwelchen anderen Wissenschaftlern groß validiert und überprüft und so weiter. Aber es gibt halt einfach diese komplette wissenschaftliche Arbeit von diesem Forscher. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hat mich damals gecatcht. Und wenn dich das gecatcht hat und du das gehst, dann öffnet sich dir da Potenzial. Das Potenzial zum Ergänzen von jetzt zum Beispiel schlechtwertigen pflanzlichen Proteinquellen oder vielleicht sogar der Ersatz, das ist auch möglich. Wenn ich mir Protein sparen kann durch essentielle Aminosäuren, die nur 1% in die Kalorienbewertung reinlaufen, habe ich theoretisch kalorienfrei für mehr Kohlenhydrate oder Fett in der Prep. Kann einen entscheidenden Vorteil für die Stimmung machen oder für den Energielevel oder für die Trainingseinheiten oder wie auch immer. Ne? Also das ist sehr, sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Am besten probiert man das mal aus. Ne? Nochmal ganz kurz zu dieser Thematik Bioverfügbarkeit. Dass ihr mal so einen richtigen Einblick habt. Holger hatte angesprochen, dass ein Veganer potenziell mehr Protein bräuchte in Gesamt als jemand, der sich von Fleisch ernährt, ein Omnivore.
Das heißt, in Zahlen ausgedrückt, müsste ein Veganer theoretisch 400 Gramm Protein essen, wenn ein normaler Nicht-Veganer 300 Gramm Protein isst. Weil die 300 Gramm Protein aus dem Fleisch und aus den hochwertigen Proteinquellen besser zur Verfügung gebracht werden als pflanzliche. Und wie zum Teufel kommt man mit Tofu auf 400 Gramm Protein? Ja, das ist tricky, ja. Das ist tricky. Ja. Okay, in der gängigen Praxis. Ich kenne vegane Bodybuilder, die allerdings nicht auf einem sehr, sehr hohen internationalen Niveau Wettkämpfe betreiben. Ich würde sagen, die sehen sehr, sehr gut aus, überdurchschnittlich gut, sind auch überdurchschnittlich gesund, würde ich mal behaupten. Die kümmern sich so um alle Dinge, die so nebenher anfallen, Mikronährstoffe, Vitamine und so ein Kram. Aus deiner Einschätzung, du machst es jetzt schon einige Jahre, 20 Jahre lang, in der Vergangenheit, hast du jemanden gesehen als Veganer, der jemals richtig, richtig, richtig erfolgreich wurde? Ich hatte jetzt bei mir, was nichts heißen muss, ne? Aber ich hatte bei mir tatsächlich jetzt noch keinen. Ne? Ich auch nicht. Ich kenne, wie gesagt, diese noch nationalen Athleten, die Veganer sind, die auch gut aussehen. Aber ich glaube, um diesen massiven Sprung zu machen, um richtig Muskelmasse, Dichte und Struktur aufzubauen, da brauchst du echt viel, viel länger, wenn du überhaupt jemals dahin kommst. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube auch, dass es einem ab einem bestimmten Leistungslevel, dass man da einfach sich dessen bedienen muss, was am besten funktioniert. Und nicht dessen bedienen dann mehr darf, was vielleicht einer Ideologie oder einer Einstellung zu irgendwas entspringt. Entweder will ich Leistungssportler sein, dann muss ich das wirklich so mit allen Facetten so machen. Oder ich mache das anders, aber das lässt sich ab einem bestimmten Leistungslevel, so wie du sagst, glaube ich, irgendwie nie mehr vereinbaren. Schwierig kombinieren. Ja. Kommen jetzt mal zu den positiven Sachen von Veganismus. Es gibt ja natürlich einen gesundheitlichen Aspekt. Sowohl für Veganer als auch negativ für Bodybuilder. Thema Fleischkonsum in rauen Mengen. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, gibt es eine Menge an Fleisch, wo du sagst, ey, darüber solltest du nicht essen, so bis x Gramm, ab dann such dir was anderes? Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt institutionell Aussagen von teilweise nur 100 Gramm in der Woche bis ein bisschen mehr. Das ist alles für einen Sportler, ne, also das ist alles nicht wirklich relevant. Ich persönlich glaube aber, dass es gut ist, wenn Fleisch im Sinne einer ausgewogenen Mischung mehrerer Eiweißquellen ein Bestandteil einer omnivoren Kost ist. Das bedeutet im Klartext, wenn ich jetzt 5 Mahlzeiten am Tag habe, in der Theorie, wenn dann eine Mahlzeit Fleisch ist oder 2 Mahlzeiten Fleisch und eine davon rot und eine davon weiß und das jetzt keine 500 Gramm Mahlzeiten sind, dann geht das klar. Ne? Weil dann der Rest, ne, das zum einen abdeckelt und eins ist auch klar, Fleisch als Lebensmittel, jetzt mal fernab von dem Protein, von den gesättigten Fettsäuren, von dem Cholesterin und von dem, was man ja in erster Linie eigentlich roten und insbesondere verarbeiteten Fleischwaren an negativen Aspekten ausspricht, ist es ja auch eins und das ist ein Lieferant für hoch bioverfügbare, wertvolle Mikronährstoffe, insbesondere. Wir sind bei den B-Vitaminen, wir sind bei Zink, wir sind bei Carnitin, wir sind bei Eisen. Ne? Das sind ja alles Sachen, die darf man auf keinen Fall unter den Scheffel stellen und die werden halt in so einer veganen Prep dann auch irgendwann werden die relevant, weil da kommst du in dieses Thema mit den Mikronährstoffen rein. Die Diät funktioniert irgendwann nicht mehr richtig, so wie du dir das vorstellst, wenn du das nicht auf dem Schirm hast. Und das sind dann die Mikronährstoffe dran schuld und dann musst du dir sowieso was einfallen lassen. Noch ganz kurz zu der Sache bezüglich dem Protein will ich noch loswerden. Lustigerweise habe ich genau dieselbe Ansicht. Ich habe jetzt zum aktuellen Zeitpunkt morgens Ei, dann habe ich Hähnchen, dann habe ich Rindfleisch, Lachs und abends noch meine Molken, also Quark, Joghurt. Also habe ich auch ganz viele verschiedene. Diversifikation funktioniert. Macht auch absolut Sinn, weil mit jedem Lebensmittel hast du eine andere Aminosäurenstruktur und Bilanz, was am Ende wieder diese ganzheitliche Aminosäurenbilanz aufwertet, sich gegenseitig. Macht also für den Aufbau absolut Sinn. Aber jetzt zurück zu diesem veganen Ding. Würdest du sagen, dass Veganer grundsätzlich, abgesehen von Hochleistungssportlern, einen gesünderen Lebensstil pflegen als jemand, der regelmäßig viel Fleisch isst? Das steht immer so ein bisschen gegensätzlich in Aussage. Es ist so, jetzt sind wir wieder in der Studienlandschaft.
In der Studienlandschaft gibt es eigentlich so eine, die Aussage, dass man sagt, wenn du einen gewissen Anteil tierisches Protein durch pflanzliches Protein, also nicht komplett, es gibt nur ganz wenige komplett Pro-Studien, die sagen, komplett vegan ist besser. Aber es gibt Daten, die sagen, wenn du einen bestimmten Anteil von deiner vielleicht tierisch basierten Proteinernährung in eine pflanzliche Welt rüberholst, das hat gesundheitliche Vorteile für dich. Weil ganz einfach dann diese ganzen potenziellen negativen Effekte, die man Fleisch zusprechen kann, da sind wir bei Arachidonsäure, bei Entzündungen, da sind wir bei dieser Cholesteringeschichte, wenn da noch andere Sachen dazukommen und so weiter, die werden dann aufgewogen und du nimmst ja auch von diesen pflanzlichen Lebensmitteln dann auch die positiven Sachen mit rüber und so entsteht da insgesamt etwas Förderliches für die Gesundheit. Das ist das, was man aus Daten weiß und das muss ich ganz ehrlich sagen, das vertrete ich auch. Ich bin jetzt nicht derjenige, der in Ernährungsplänen in jeder Mahlzeit Fleisch hat und es muss auch nicht in jeder Mahlzeit irgendwas Tierisches sein. Das kann man schon mal machen, aber wie gesagt, diese 100% vegan und 100% gar nichts mehr Tierisches Geschichte, für die gibt es keine guten Daten und das ist auch in der Praxis halt schwierig. Ne? Das ist, glaube ich, zusammenfassend, was man jedem eigentlich mit auf den Weg geben kann. Ich glaube, es gibt keine Menschengruppe, der man das nicht empfehlen kann, korrekt? Also eine Mischung aus sowohl etwas Fleisch, weil Fleisch ist wichtig in allen Aspekten, und sowohl auch etwas vom Fleisch zurücktreten zu mehr Pflanzlichem. Das kann man, glaube ich, jedem so mitgeben. Ja, genau. Das ist, okay. Leute, wenn ihr Fragen habt zum Thema Bodybuilding und Vegan und Veganismus und Omnivore und was auch immer, die Kommentarbox gehört euch. Holger steht euch natürlich für alle Fragen bereit, genauso wie ich. Checkt mal die Profile ab und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mike und der Holger. Bye, bye.